MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf dem Ibra-Ronaldo-Team. Allerdings wollen wir jetzt mit unserem OP-Team in das Finale starten. Und zwar mit Oblik hier. Mit dem Herrn Benteke und dem Herrn Ibarbo da vorne. Und ja, jetzt hat der Klischee ja keine rote mehr, also kann er wieder spielen. Bin ich mal gespannt, wie das läuft. Bisher muss ich sagen, gefällt mir das Team relativ gut. Ich muss auch sagen, das wundert mich auch ein Tick, weil unser Mittelfeld halt nicht so schnell ist. Ich meine, Fellaini ist jetzt nicht lahm und Marquisio schon gar nicht mit 78, aber es ist halt nicht ganz so schnell. Also De Rossi ist jetzt wirklich nicht der Schnellste, Fellaini jetzt auch nicht unbedingt und ja, Marquisio ist eigentlich schon relativ schnell, aber auch kein Pacer. Und ja, normalerweise war das ja nicht so ganz mein Ding und das haben auch welche geschrieben in die Kommentare, also dass ich damit wahrscheinlich nicht klarkommen werde. Aber man glaubt es kaum, bisher hat es mir gefallen. Aber das kann sich halt auch noch ändern. Aber meistens ist es so, wenn ich in den ersten Spielen eine gute Erfahrung mit dem Team hatte, dass es dann meistens lief. Und deswegen hoffe ich jetzt mal eher nicht, dass sich da noch was dran ändert. Und ja, so, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier einen Gegner finden. Ich muss ehrlich auch sagen, ich habe irgendwie nicht unbedingt so Bock auf das Ibra-Ronaldo-Team gerade. Da machen wir vielleicht ganz schnell nochmal, vielleicht auch im nächsten Video schon, nochmal schnell so zwei einzelne Teams. Das heißt, schnell eins um Ibra, schnell eins um Ronaldo oder so. Oder vor allem um Ronaldo. So, Gegner des Teams jetzt hier erstmal. Oh, sieht auch relativ OP aus. Sieht belgisch aus, beziehungsweise ist belgisch. Mit Benteke, Lukaku, De Bruyne, Miralles, Mertens, Fellaini, Vertonghen, Vermaelen, Courtois, Koulibaly oder so heißt er doch, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ne, Koulibaly war der Innenverteidiger, französische. Ja, Chimanga ist es, glaube ich. Und rechts, den kann ich euch leider nicht sagen. Haben wir das hier auf defensiv gespielt? Oder auf ausgeglichen? Da bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Weil habe ich nicht am Anfang... Ich weiß nicht. Ich werde es erstmal so versuchen und dann mal gucken, was so geht. Miralles hier. Ja, flanken sollte er natürlich am besten überhaupt nicht. Weil halt, ne, Lukaku, Benteke ist schon scheiße, wenn dann da eine Flanke durchkommt. Ja, er hat ja Fellaini in der Mitte, aber hier Nainggolan holt das Ding mal richtig schön runter gegen Fellaini. So, ja, scheiße, ich konnte mich irgendwie nicht so ganz entscheiden, wo ich jetzt den Ball hinspiele. So, jetzt müssen wir hier mitlaufen. Mertens und da drüben ist frei. De Bruyne hat einen guten Schuss und Lukaku kommt noch zum Abschluss. Uiuiui, da hat sich aber ganz schön was hinten offenbart, also da war es ganz schön offen hinten. Hat mir jetzt nicht so gefallen. Mal gucken, ob wir hier wieder gegen Fellaini gewinnen. Nee, diesmal nicht. Obwohl diesmal Benteke dran ist, der, glaube ich, nochmal größer ist. Oder jedenfalls gleich groß circa. So, erst schön abgefangen, dann doch nicht mehr. So, Miralles wieder, bringt die Flanke, haben wir, raus. Bis jetzt kommt mir ein bisschen zu viel hinten durch. Bin ich natürlich schon am Überlegen, ob ich da gleich vielleicht doch nochmal auf defensiv schalte. Ich habe keinen Bock, jetzt hier schnell ein Tor zu fangen. So, ja, der kommt gut, aber Fellaini kriegt die Grätsche noch rein. Schade. So soll er natürlich auch kommen. Ja, De Rossi macht das gut. Komm mal nach hinten. Und jetzt mal hier über die Außen durch. Nein, der sollte... Ja, und dann klappt's natürlich, klappt gar nichts. Das ist dann meistens so. So, Chimanga ist natürlich schnell. Ich glaube, hat auch 92 Pace oder so. Ibarbo. Schade. Oh, konnte man mal testen. Da hatte ich relativ viel Platz. Und wieso nicht? Und ja, die gute alte, einfach mal X drücken Ecke. Scheiße. Ich hatte es eigentlich relativ abgelegt, weil ich halt bei allen Wiederholungen meistens gar nichts mehr gedrückt habe einfach. Aber manchmal habe ich es dann doch noch drinne. Von damals. Ah, ich werde ziemlich über die Seiten gefickt, muss ich einfach so sagen. Und das ist halt einfach bombengefährlich, weil dann genau das passiert. Ah, ist das ärgerlich. Er fickt mich übel über die Seite. Ich kann ihn auf der Seite nicht aufhalten. Da merkt man vielleicht die etwas langsamen Leute im Mittelfeld, weil die halt von hinten keinen Druck ausüben und ich daher sehr früh den Außenverteidiger anwähle. Ja, scheiße, muss ich mal so dazu sagen. Ich meine, über die andere Seite, über Abate ging bisher noch nichts. Wen haben wir denn eigentlich auf der anderen stehen? Klischee, der ist jetzt auch nicht langsam. So, durch die Mitte ist eigentlich bisher noch kein Problem gewesen. Kam er jetzt nicht unbedingt durch, aber über die Außen, Alter, wie er da durchgeschossen ist, das hat mir gar nicht so gefallen. So, Abate, er hat, glaube ich, Fellaini angewählt, deswegen pushe ich hier mal ein bisschen. Ja, Ignacio, bringen wir auch die Flanke und da kommt Benteke und er macht das Ding auch bei uns. Ja, sehr schön.
Ziemlich flankenlastiges Spiel, würde ich mal so sagen, von ihm und von mir. Aber ich meine, man muss halt immer die Schwachstelle des Gegners nutzen. In der Mitte geht bisher noch nicht so viel. Also jetzt gegen ihn. Wow, pop, pop, pop. Alter, da kommt Mertens angerauscht. So, hier nochmal abgelegt, jetzt wieder nach vorne. So, jetzt hier vielleicht mal ein Abate mitgenommen. Jetzt hier drüber gesteckt auf Benteke. Benteke. Courtois holt den Ball. Oh, Alter. Ich dachte, er liegt jetzt gleich schön vor Bentekes Füße und er muss nur noch einschieben. War leider nicht so. Und ja, da, das war ein bisschen ärgerlich. Ich habe mir irgendwie schon gedacht, dass das passieren wird, weil Nainggolan irgendwie volle Pulle auf Ibarbo zugelaufen ist, warum auch immer. Und so schießt er halt Ibarbo an. Nainggolan an. Ah, hier pusht er sich mit De Bruyne. Müssen wir... Oh, Bonner, gehst du mal auf den Ball? Hauptsache schön stehen bleiben und sich nicht bewegen lassen, mit bloß der Gegner am Ball kommt, wenn er wieder aufgestanden ist. Fellaini hier durch, bringt wieder die Flanke. Ja, Klischee gegen Lukaku. Da kann man sagen, ist relativ lucky, dass wir das da gewinnen, aber er kommt direkt wieder komplett frei und ich kriege keinen Verteidiger. Puh, das fuckt mich schon so ein bisschen ab, weil ich das gar nicht so von auf schlechtes Spiel schiebe meinerseits, sondern weil einfach keine Leute da sind. Hier, das Ding ist natürlich schlecht von mir, dass ich den flach rausspielen will. Aber dass ich dann halt keinen Mann da angewählt bekomme und mich einfach mal in die Schussbahn stellen kann, das ist halt schon relativ ärgerlich. So, aber egal, wir müssen dranbleiben. Man sieht hier auch, er steht komplett mit seiner Abwehr. Ja, dann ziehe ich jetzt einfach mal vorbei, weil er sie nicht anwählt. Und da ist Nainggolan. Oh, fuck, ich habe ihn drinnen gesehen. Hat ganz schön Druck hintergebracht hinter das Ding. Aber naja. So, 2-1 ist noch alles okay. Ich meine, ein Tor Rückstand geht immer mal klar. Allerdings gefällt mir das hinten gar nicht so. Na gut, er ist halt so ein Gegner, der nutzt auch meine Schwachstellen aus. Es gibt welche, die haben ihren vorgeschriebenen Spielstil, den sie spielen. Egal, ob der Gegner da gut, dagegen gut spielt. Aber er hier, der nutzt das ziemlich gut aus. Es kann natürlich auch sein, dass er gegen andere so spielt und jetzt nur Glück hat, dass er gegen mich das relativ gut machen kann. Aber naja. So, 3-1. Boah, scheiße, ey. Er kontert mich hier nach und nach aus. Also bei jeder Chance kommt er ohne Probleme durch. Ah, fuck, ey. Naja, was willst du machen? Wir sind 3-1 hinten. Meine Stimmung geht Richtung Keller, weil ich mir irgendwie in dem Spiel auch nicht mehr so viel erwarte, weil er halt einfach zu oft durchkommt. Das ist einfach das Problem. Ich traue mir hier zwar zu, noch 2-3 Tore zu machen, aber das Problem ist einfach, dass er wahrscheinlich selber auch noch 2-3 Tore macht, wenn es so weiterläuft, wie es bisher läuft. Schlecht gemacht hier. Und da ist er schon wieder gleich durch. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie macht die Abwehr jetzt gerade nicht mehr so ganz das, was ich will. Das heißt, sie steht einfach hinten nicht so ganz. Und jetzt hier vorne, nee, nochmal Benteke und nein, Golan, aber das ist natürlich abseits, muss ich hier stehen bleiben. Ich habe gedacht, vielleicht kommt Fellaini vielleicht noch am Ball. So, Abstoß hier, hüpf. Ah, De Rossi, gut, haben wir. Ach du Scheiße, ey, meine Güte. Ich muss echt erstmal wieder reinkommen. Läuft überhaupt nicht. Ibarbo hier auf Marquisio. Ein bisschen dribbeln hier. Marquisio. Und jetzt. Ah, jetzt wollte ich ihn gerade drüber stecken und da kam Vermaelen dann endlich, will ich mal fast sagen, reingerannt. Jetzt. Da wird Nainggolan leider kurz geblockt. Chimanga, Benteke. Und der will hier, glaube ich, auch Chimanga schicken. Wenn es Chimanga war. Jetzt mal. Oh, das glaube ich schon. Nee. Verteidiger ist noch... Doch, da ist er schon wieder. Ich wollte gerade sagen, da ist der Verteidiger, glaube ich, schon wieder zurück. Und war er dann auch. Jetzt aber hier drüber auf Fellaini. Nee. Es will nicht werden. Also hinten steht er richtig krass drinne. Ich würde mal schätzen, defensiv. Schätze ich jetzt einfach mal. Weil seine Abwehr halt 0,000 rausrückt. Obwohl er zweimal, glaube ich, High Medium in Workrates hat. Was die Innenverteidigung betrifft. Und ja, deswegen muss es eigentlich... Ach du Scheiße. Gibt es wenigstens einen Elfmeter? Oder war es vorher? Ich weiß gar nicht. Nee, das ist eigentlich drinne. Das muss drinne sein. Wenn, dann gibt es Elfmeter und eigentlich auch rot, weil es genau vom Tor ist. Aber weil er wahrscheinlich nichts gedrückt hat, gibt es dann trotzdem nur gelb, leider. So, Benteke. Okay, Elfmeter sind ja nicht mehr mein Ding irgendwie. So. Und jetzt mal unten links.
Ja, nicht ganz unten, aber Hauptsache im Tor, will ich mal sagen. Gut, 3 zu 2. Vielleicht jetzt ein bisschen konzentrieren, aber wie gesagt, einfach hinten stand ich zu oft offen. Und deswegen habe ich einfach irgendwie, ich weiß nicht, sonst habe ich immer den Elan, was umzudrehen. Aber wenn ich merke, dass es irgendwie nicht so ganz läuft, dann bin ich ein wenig pessimistisch. Aber naja, das dürfen wir jetzt nicht sein. Wir müssen uns jetzt nochmal pushen. Vor allem, falls er eine rote bekommen hat, aber er hat keine rote bekommen. Wie gesagt, ich glaube nämlich nicht, dass er das gedrückt hat. Und dann gibt es halt immer gelb. Ne, da hinten stehen auch alle. Er hat keine rote bekommen. Gut, Stats sind ausgeglichen. Beide gleich viel Schüsse, gleicher Ballbesitz. Das passt. Nur, dass er halt vorne ist. Ah, schade. Lukaku, Mirayas. Mertens. Komm, Pitschbabo. Das, was er jetzt macht, weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen ein auf Zeitspiel. Hat er vorher nicht gemacht? Nein, nicht wirklich, oder? Vorher hat er es auf jeden Fall kein einziges Mal gemacht. Deswegen unterstelle ich solchen Leuten dann direkt Zeitspiel. Ja, weil, wie gesagt, haben sie halt vorher nicht gemacht. Wieso machen sie es dann? Da hätte ich fast passen gedrückt. Ibabo. Und jetzt ist hier die Lücke. Und das dürfte kein Abseits sein. Aber da kommt schon wieder dieser Chimanga, Alter. Der Chimanga scheint relativ OP zu sein. Der prescht da einfach mit irgendwie 100.000 Pace in den Mann rein. Und hat dann auch gegen Benteke den Ball. Muss man ja immer sagen. Das ist ja immer nochmal ein Unterschied. Und jetzt Ibabo. Und ja, scheiße, ey. Ah, weil weil der Ball nicht richtig in Lauf kam, sondern er den erst annehmen musste. Da hätte ich wahrscheinlich erstmal gegen die Laufrichtung gehen müssen. Es war eigentlich klar, dass er mir so dann den Ball abnimmt. So. So war das jetzt nicht ganz geplant. Fellaini. Ja, erstmal kurz hier den Ball halten, nochmal in die Mitte und jetzt nach außen. Nee. Fellaini, Kevin De Bruyne. Schön von De Rossi im ersten. Aber Marquisio macht es dann klar. So. Jetzt mal hier auf Benteke. Rüber gesteckt. Ja, ein bisschen planlos, muss ich schon sagen. Aber Ibabo stand erst an der Kante. Und jetzt aber vielleicht... Ach, scheiße, Benteke nicht so pralle Ballannahme. Und jetzt geht er hier wieder mit zwei Leuten drauf. Es sind einfach keine Anspielstationen für mich da. Komischerweise. Jetzt müssen wir mal über die Außen gehen. Ich versuche es jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel über die Mitte, muss ich sagen. Vertonghen klärt das Ding raus. Mertens, De Bruyne, Lukaku. Nochmal auf die Außen hier. Jetzt muss ich mich echt ein bisschen konzentrieren. Nochmal Mitte und raus. Fuck it. Ja, direkt dem Gegner in die Füße raus. Clichy macht das gut, aber die laufen sich hier wieder gegenseitig alle über den Haufen. Da kommt der Ball fast wieder zum Gegner. Nein. Richtig mies gespielt und Lucky jetzt den Ball erobert und Benteke Finesse. Boah, fuck it. Ja, da habe ich jetzt übel Glück gehabt. Der Pass auf Benteke war so mies von mir und es war einfach nur Lucky, dass Benteke sich da den Ball erobert. Das war jetzt mal richtig Luck. Aber naja, ich will mich jetzt nicht beschweren. De Rossi, Fellaini, komm, nochmal. Und jetzt über die Außen und Benteke, du bist nicht im Abseits. Lauf. Gegen Vermaelen sollte das sogar drinne sein. Flanke kommt, Ibabo kommt reingerauscht und aus dem... Nein! Scheiße, Mann. Da hat er die Schusstaste noch vom Kopfball angenommen. Fuck it, ey. Ja, das war natürlich die Möglichkeit, da komplett frei, weil alle im Strafraum waren, wegen Kopfball und so. Da war ich komplett frei an der 16er-Kante. Den hätte Marquisio bestimmt reingefackelt, sage ich jetzt mal so. Hier Abate gegen Mertens. Auf jeden Fall nicht ins Aus. Marquisio... Ball durchlassen. Nainggolan. Na gut, mach halt diesen Stop-and-Go-Move. Hier drüber gesteckt auf Fellaini. Vielleicht nicht die ganz gute Wahl. Macht Mirayas seine Rückwärtsbewegung ganz gut. Hier pusht Fellaini schon relativ früh. So, sehr schön rausgespielt. Jetzt nochmal Mitte. Jetzt wird es hier in der Mitte eng. Ich weiß nicht, ob er jetzt vielleicht ein bisschen aufgemacht hat. Ich habe ja eben spekuliert, dass er auf defensiv ist. Aber jetzt drückt er irgendwie schon früher, nachdem wir das 3:3 gemacht haben. Es kann also gut sein, dass er jetzt auf ausgeglichen oder so steht. Aber vielleicht merken wir das dann ja nach vorne. So, Ibabo. Ja. Nein.
Dieser zweite Pass von Ibabu sollte dann natürlich nicht kommen. Da habe ich einfach zu viel auf den Controller rumgedrückt. Jetzt aber hier durch auf Benteke und das dürfte noch kein Abseits sein. Doch, ist Abseits. Schade. Okay. Puh, 74. Da ist vielleicht sogar echt noch der Siegtreffer im Spiel drinne. Wow. Klischee segelt da mal vorbei. Aber Gott sei Dank war der Ball hart genug und geht jetzt hier ins Tor aus. So, ja, Vermahlen guckt sich um. Bringen wir das Ding in die Mitte. Haben wir jetzt nicht unbedingt die kleinsten Leute, außer wenn... Na gut, Nainggolan gewinnt aber seine Duelle irgendwie immer. Obwohl er jetzt nicht der Größte ist. Ah, Ibabu läuft nicht. Ah, das hat mir nicht gefallen. Manchmal müssen die Leute einfach vorne mal ein bisschen mehr laufen, damit man sie dann einfach durchschicken kann. Ich nutze übrigens öfter die Schick-Taste, aber manchmal machen sie es dann doch nicht. Wow. Da habe ich irgendwie doppelt gedrückt, hatte ich jetzt nicht so vor. Nainggolan hält den Gott sei Dank noch drinne. Erstmal auf den Bitchy. Opa, ganz genau. Schade. Habt ihr vielleicht gesehen, da ist die Abwehr rausgerückt und Benteke reingerückt. War auch kein Abseits, aber der Innenverteidiger kriegt leider noch einen Fuß dazwischen. So, schön von Kabul, den muss er dann eigentlich auch im zweiten haben, hat er aber nicht. Jetzt hier Lukaku in der Mitte, läuft irgendwer mit und er ist da relativ frei und macht ihn rein, Benteke. Sehr ärgerlich, weil in der zweiten Halbzeit haben wir ihn eigentlich zu gar keiner Chance kommen lassen und da waren nur wir vorne. Jetzt kontert er uns hier einmal aus, weil ich glaube Kabul einen Fehler macht im Mittelfeld. Also den Fehler schiebe ich echt nicht auf mich, weil Kabul halt bis ins Mittelfeld rennt. Und wenn ein Innenverteidiger halt im Mittelfeld rumhantieren will, dann muss er den Ball halt auch haben. Hat er aber nicht gehabt. So, jetzt wird er wahrscheinlich Zeitspiel betreiben. Gehe ich jetzt mal von aus. Hat er es schon in der 50. gemacht? So, nee, bisher noch nicht. So, den haben wir. 84. Raus das Ding. Oh. Marquisio, oh, da lässt er sich von Mertens, von einem 1,69 Kerl mit was weiß ich 50 Stärke oder sowas, lässt er sich wegpushen. Das ist ärgerlich sowas. Vor allem, weil Marquisio ja jetzt nicht der unbedingt allerkleinste ist. Ich meine, er ist jetzt nicht ein Riese, aber er ist schon mal größer und hat wahrscheinlich auch um einiges mehr Stärke. Schon aufgrund seiner Position, hier musste ich grätschen, da habe ich auch gerne die rote Karte riskiert. Aber wenn du da halt jetzt noch ein Gegentor kriegst, dann ist es eh um. Und es sollte jetzt anscheinend sowieso zu Ende sein. Außer wir kommen hier noch einmal mit Bitch Babu durch. Kommen wir aber leider nicht, wie es ausschaut. Nee. Nochmal. Scheiße, 90. Letzter Ank. Was ist los? Angeblich ein Foul von mir. Bin ich zwar nicht der Meinung, aber okay. Komm. Push dich nochmal dazwischen. Ja, jetzt hält er den Ball halt. Ja, jetzt hält er den Ball. Muss ich auch einige rausziehen. Vielleicht macht er jetzt noch einen. Fellaini aus dem Rückraum. Nee, aber jetzt ist das Spiel auch zu Ende. Er wird jetzt hier noch die Ecke bekommen und dann ist das Spiel durch. Ah, fuck. Das ist ärgerlich. Für mich jetzt mal. Für euch vielleicht nicht. So, jetzt vielleicht nochmal Donner, der letzte Angriff. Ich schätze mal nicht. Nein. Das Spiel geht 4-3 für den Gegner aus. Ist auch okay, aufgrund von meiner ersten unterirdischen Halbzeit. Die erste Halbzeit habe ich einfach wirklich unterirdisch gespielt. Und habe mir da halt auch schon drei Dinge einschenken lassen. Zweite Halbzeit fand ich uns um einiges besser. Und ja, da hat er halt dann leider Gottes das Glück auf seiner Seite gehabt, dass er denn das Ding schippt und nicht wir. Aber ich meine, das passiert in FIFA auch. Und wie gesagt, aufgrund meiner Spielweise in der ersten Halbzeit geht der Sieg hier auch für den Gegner in Ordnung, weil in der ersten Halbzeit war er einfach besser. Und ja, da konnten wir leider mit der Leistung in der zweiten Halbzeit nichts mehr rausholen, aber GG an den Gegner, hat er gut gemacht. Und ja, wie gesagt, erste Halbzeit einfach verpennt und dann fängst du dir halt auch mal eine Niederlage. Muss aber auch mal sein und vor allem freut euch bestimmt auch und deswegen passt das ja auch. Schade, dass es jetzt im Finale ist, aber naja, muss auch mal sein. Und ich denke, das Spiel war dann doch nochmal relativ interessant, nachdem wir einen 2-Tore-Rückstand dann noch aufgeholt haben und dann, wie gesagt, leider Gottes in der 84. oder so das Gegentor bekommen haben. Benteke 3 Tore bei uns gemacht. Ja, der geht schon ganz schön ab, der Junge. Muss man schon so sagen. Von der Statistik her sind wir im Schüssen gleich. Er hat einfach öfter das Tor getroffen auch. Ich habe meistens daneben geschossen. Und ja, die Statistik ist meiner Meinung nach auch sehr ausgeglichen und finde ich, spiegelt das Spiel auch wieder halt. Wie gesagt, erste Halbzeit er vorne, zweite wir vorne, meiner Meinung nach. Und ja, deswegen geht's so klar. Und wir ziehen jetzt nochmal so 2-3 Päckchen vielleicht.
Ich weiß nicht, ich glaube, es hat sich sogar noch irgendwas verkauft. Wir können mal ganz kurz hier an den Anfang gucken. Aber ich glaube auch nur eine Karte oder so. Der Rest, obwohl, habe ich hier überhaupt draufgestellt gestern? Ich weiß es gar nicht. Ach so, der Marcello hat sich wieder verkauft. Ich glaube, die anderen habe ich nämlich gar nicht draufgestellt, weil ich mal wieder zu faul war. Ne, die gammeln hier alle noch rum. Ich wollte die, ich stelle die jetzt einfach nochmal drauf. Ist zwar komplett überteuerter Preis, aber ich bin jetzt gerade echt zu faul, die Preise rauszusuchen. Das ist zwar übel dumm, weil in drei Tagen das Team of the Year kommt wahrscheinlich. Aber ich bin so faul, die scheiß Spieler zu verkaufen. So, jetzt nochmal ein oder zwei Packs gezogen und dann sind wir hier durch. Gab ja auch schon länger mal keine, schon etwas länger keine Niederlage mehr, deswegen muss das auch mal wieder sein. Oh. Und ja, so, jetzt Goldsets. Gucken wir mal vorbei. 7.500 nehmen wir mit. Komm, push dich. So. So. Kommt da irgendwann auch mal was? Ja. Und da kriegen wir Ramsey. Ja, super. Okay, ein Pack ziehe ich danach noch, dann ist aber Schluss. Weil, hey, wir ziehen gar nichts mehr in den Packs. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, irgendwer müsste wirklich mal alle Videos... Oh, nee, den wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. Irgendwer müsste wirklich mal alle Videos durchgehen und mal gucken, wie viele Packs wir schon allein in FIFA 14 gezogen haben. Also, das würde mich ohne Scheiß mal interessieren. FIFA müsste da irgendwie mal so einen Counter einbauen. Machen sie aber wahrscheinlich extra nicht, damit die Leute sich nicht erschrecken, wie viele Packs sie schon gekauft haben. Das wäre wirklich mal richtig interessant zu wissen, wie viele Packs man schon gezogen hat. Weil, ey, ich weiß gar nicht, also wir sind bestimmt schon über 500 Packs oder so. Ich habe keine Ahnung, aber wir haben echt schon sehr, 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 sehr viele Packs gezogen. Und, ja. So, das alles nochmal weg. Dauert zwar alles heute irgendwie ein bisschen länger, aber ich meine, wenn ich das Pack jetzt ziehe und das Scheiße drin, dann beende ich eh. Und mache das dann offscreen in den Verein rein. So, komm mal, Päckchen. Komm mal, Päckchen vor allem. Komm. Shop-Katalog wird aktualisiert. Ja, danke. So, 7.500. Ziehen wir nochmal. Falcao vorne drauf. Falcao vielleicht auch drinne. Würde mich ein wenig beschwichtigen. Ist jetzt nichts, was mich umhauen würde, aber es würde mich beschwichtigen. So, und da haben wir André Diaz drinne. Ja, okay, gut, müssen wir nicht weiter drüber reden, das Ding ist durch. Schön, dass ihr zugeschaut habt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.